Favorit Borut Pahor ist bei der Präsidentenwahl in Slowenien mit erwartet großer Mehrheit im Amt bestätigt worden. Das slowenische Fernsehen berichtete auf der Basis von Nachwahlbefragungen, der 53-Jährige habe 56,2% der Stimmen auf sich vereinigt. Abgeschlagen auf dem zweiten Platz sei der Bürgermeister der Gemeinde Kamnik, Marjan Zarec, mit 22,5% gelandet. Die anderen 7 Kandidaten spielten den Angaben zufolge keine Rolle. Wahlberechtigt waren 1,7 Millionen Bürger. Die Beteiligung sei noch niedriger ausgefallen als beim letzten Mal, erklärte die staatliche Wahlkommission. Damals lag sie bei 48%. Der slowenische Staatspräsident hat vor allem repräsentative Aufgaben. Der frühere sozialdemokratische Regierungschef Pahor amtiert seit 2012.